Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Ein Spiel, das 5 Jahre in Entwicklung war. Und am Anfang war ich skeptisch. Andromeda Galaxie, wie erklären die das plausibel? Wie stellen die das an? Und tatsächlich ist es relativ plausibel erklärt. Auch die Geschwindigkeit, mit der sie in der Andromeda Galaxie ankommen, ist plausibel. Zumindest in der Mass Effect Geschichte und Lore. 11 Lichtjahre pro Tag sind so ungefähr geflogen. Das haut hin. So. Mit dieser epischen Musik im Hauptmenü werden wir begrüßt. Und ich würde sagen, Einstellungen habe ich bereits vorgenommen. Wir können ja nochmal schauen. Ich mache da mal mit Tastatur, geht glaube ich ein bisschen besser. Gameplay. Achso, Space. Ja, ja, automatischer Stufenaufstieg, nein. Zielunterstützung auch, nein. Dialogsymbole lassen wir mal an. Riders, Helm und Truppenmitgliederhelme nur aus in Gesprächen. So, Untertitel natürlich an. So, wir gehen zurück. Steuerung brauchen wir uns nicht angucken. Audio. Untertitel natürlich an. Und die Sprache Audio, Englisch, Text, Deutsch, natürlich. Videoausgabe. V-Sync aus, bitte. High Dynamic Range, Autoerkennung. HDR-Modus ist aus. Okay. Ja, bitte. Wir schauen nochmal. Okay, jetzt sollte das korrekt sein. Aha. Okay. Grafik. Bildschirmkalibrierung brauchen wir nicht. Sicherheitsbereich brauchen wir auch nicht. Filmkörnung ist aus. Chromatische Aberration ist auch aus. Und ansonsten alles auf, außer Anti-Aliasing habe ich aus. Ansonsten alles voll und ultra. Online hat uns erstmal nicht zu interessieren. So, wir machen weder Schnellstart Sarah oder Scott Rider. Wir kreieren einen eigenen Charakter. So, da ist sie. Und damit werde ich euch nicht belästigen. Wir sehen uns, wenn ich mit der Charaktererstellung fertig bin. Und da wären wir auch schon wieder. So sieht er aus. Entfernter Cousin von Tobias Shepard. Aber kann man so machen. Man hat nicht so viele Auswahlmöglichkeiten wie in der Mass Effect Trilogie leider. Das ist dann doch ein wenig limitierter, aber dennoch halbwegs an mich angepasst. So, Ausbildung wählen. Gucken wir mal, Sicherheitspersonal. Details. Während ihrer Zeit beim Allianzmilitär haben sie so viel wie möglich über Waffen und Taktiken gelernt. Anfangskraft, Betäubungsschuss, verschießt ein wärmesuchendes Projektil mit hoher Durchschlagskraft, das Gegner zu Boden schleudert. Freigeschaltete Fähigkeiten. Turbolader. Gewährt eine beträchtliche kurzzeitige Verbesserung von Waffen, Feuergeschwindigkeit und Thermomagazineffizienz. Kampffitness. Erhöht Zähigkeit und ermöglicht es, mehr Waffen mitzuführen. Okay. Biotika. Biotika. Details. Sie wurden beim Allianzmilitär als designierter Biotika eingesetzt und haben ihre Kameraden mit ihrer Fähigkeit unterstützt, Masseneffektfelder zu kontrollieren. Anfangskraft. Werfen. Benutzt ihre biotischen Kräfte, um einen Gegner durch die Luft zu schleudern. Freigeschaltete Fähigkeiten. Singularität. Erzeugt einen Strudel, der Gegner, die hineingeraten, festhält und außer Gefecht setzt. Barriere. Verstärkt ihre Verteidigung mit einer leistungsstarken biotischen Barriere. Also ich habe nichts gegen Biotika, aber ist jetzt nicht so mein Metier. Techniker.
Details. Als Techniker im Allianzmilitär haben Sie gelernt, wie man Drohnen bedient und feindliche Systeme hackt. Anfangskraft. Belastung. Löst eine elektrostatische Entladung aus, die Schilden und synthetischen Feinden hohen Schaden zufügt. Kann auf mehrere Ziele überspringen. Freigeschaltete Fähigkeiten. Invasion. Hackt sich in Panzerung und Waffen ihrer Gegner, infiziert sie mit einem Computervirus zur Schwächung der Verteidigung und kann sogar auf Feinde in der Nähe überspringen. Teamunterstützung. Entwickelt spezialisierte Technologien, um die Überlebenschancen ihres gesamten Trupps zu verbessern. Okay. Anführer. Müssen wir wieder hochscrollen. Sie haben sich beim Allianzmilitär als Teamplayer mit Führungsqualitäten erwiesen und in enger Zusammenarbeit mit ihren Kameraden für deren Sicherheit und die Sicherheit anderer gesorgt. Anfangskraft. Energieentzug. Entzieht Energie aus den Schilden ihres Ziels und stärkt damit ihre eigene. Besonders effektiv gegen synthetische Gegner. Freigeschaltete Fähigkeiten. Auslöschung. Erzeugt eine sich bewegende Aura von Masseneffektfeldern um sie herum, das Gegner in der Nähe langsam aber stetig Schaden zufügt. Teamunterstützung. Entwickelt spezialisierte Technologien, um die Überlebenschancen ihres gesamten Trupps zu verbessern. Okay. Kämpfer. Wenn es zum Kampf kam, waren sie immer als Erster dabei. Meistens im Einklang mit dem Protokoll des Allianzmilitärs. Allerdings nicht immer. Anfangskraft Sturmangriff. Sie stürzen sich auf Gegner wie ein Komet und stellen beim Aufprall einen Teil ihrer Schilde wieder her. Freigeschaltete Kampffähigkeiten. Kampffitness. Erhöht Zähigkeit und ermöglicht es, mehr Waffen mitzuführen. Sturmangriff. Siehe oben. Okay, und Agent? Sie haben beim Allianzmilitär das Verhalten bei geheimen Missionen und die dabei von Spezialeinheiten eingesetzte Tech studiert, konnten dieses Wissen aber vor der Andromeda-Initiative nur selten anwenden. Anfangskraft. Taktische Tarnung. Sie werden mithilfe von Lichtkrümmungstechnologie kurzzeitig unsichtbar. Wenn Sie durch einen Angriff die Tarnung aufheben, erhalten Sie einen großen Schadensbonus. Freigeschaltete Fähigkeiten. Kampffitness erhöht Zähigkeit und ermöglicht es, mehr Waffen mitzuführen. Und taktische Tarnung. Siehe oben. Ich glaube, das ist eher mein Metier. Sicherheitspersonal. Schon ganz cool. Aber Operative, also Agent, das ist eher mein Spielstil. Sneaky, schön heimlich, schön feige. Nein, aber schön aus dem taktischen Hinterhalt. So. Name festlegen. Benennen Sie Ihren Charakter um. Sie können einen anderen Vornamen für Ihren Charakter wählen. Bestätigen Sie Auswahl mit Enter, bevor Sie vorfahren. Um abzubrechen, drücken Sie Escape. Okay, und zwar wie auch damals mit Tobias als Vorname. Aktueller Name Tobias Ryder. Jawohl. Zwilling anpassen. Wir dürfen auch unsere Schwester anpassen. Ja, normalerweise, man spielt Scott Ryder, dann ist Sarah Ryder die Schwester. Ja, also sie sind sowieso Geschwister, aber einen von beiden kann man halt spielen und der andere ist dann in der Spielwelt vorhanden. So, wir werden natürlich unseren Zwilling anpassen. Und das sehen wir uns gleich wieder. Und da wären wir auch zurück mit unserer lieben Schwester. Und das Einzige, was ich benutzt habe, ist ein bisschen Lidschatten. Ein leichtes Cat-Eye, Katzenauge. Eine natürlich schöne Frau, würde ich sagen. So, und ich habe natürlich versucht, ein bisschen Ähnlichkeit herzustellen. Ja. Gut, der Hautton ist jetzt ein bisschen dunkler, aber die Haare sind blond. Und das Gesicht ist ähnlich schmal. So. Damit hätten wir unseren Zwilling auch angepasst. Dann passen wir mal unsere Vergangenheit an. Welches Geschlecht war denn Shepard? Das war männlich. Männlicher. Wir haben damals einen männlichen Shepard gespielt. So. Können Sie mir einen zuvor hochgeladenen Charakter aus dem Messfeld und nochmal. Achso, okay. Wir können unseren Charakter hochladen. Alles klar. Aktivieren Sie diese Option, um Ihren Charakter auf die Website Mass Effect Archives hochzuladen, wo Sie ihn in Zukunft erneut importieren oder mit Freunden teilen können. Erfordert eine aktive Internetverbindung, die wir natürlich haben. So, bestätigen und Spiel starten. Wir gucken uns nochmal die Details an. Geschlecht, männlich, Aussehen, individuelles Aussehen, Ausbildung, Agent, Name Tobias Ryder, Zwilling, individuelles Aussehen. Vergangenheit, männlicher Shepard. Wir wählen. Schwierigkeitsgrad normal. Die Details. Dieser Schwierigkeitsgrad ist für Spieler gedacht, die schon Erfahrung mit Shootern und Rollenspielen haben. Er bietet die normale Kampferfahrung von Mass Effect.
Ja. Bestätigen. Möchten Sie das Spiel starten? Aber natürlich. Mach du mal, ich trinke einen Schluck Kaffee. Every great moment in our history began with a dream. Each bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. We are, all of us, leaving behind families, homes, the very birthplace of our species. Some for discovery. To see the unknown, others for a new start. But today, whatever our reasons, we take the first steps toward a new future for humanity. Today, we begin to make our dream reality. Im Jahr 2185 lebt die Menschheit in einem goldenen Zeitalter der interstellaren Raumfahrt. Unsere Entdeckung uralter außerirdischer Ruinen auf dem Mars brachte unsere wissenschaftlichen und technologischen Kenntnisse um Jahrtausende nach vorne. Während viele die neuen Freiheiten und Herausforderungen bei der Erkundung der Milchstraße ausleben, drängt es andere zu noch weiter entfernten Sternen. Für die hunderttausenden Abenteurer, die diese Reise ohne Wiederkehr antreten, beginnt die Zukunft in Andromeda. Deep breaths. You're gonna wanna take it easy. I've been taking it easy for 600 years. Ryder, Recon Specialist, Pathfinder Mission Team. Pathfinder team, eh? The ones finding us a home. Can you make it somewhere tropical? Nice, warm ocean, summer year-round? How about we get him a cup of coffee first? Go on, coffee wäre eine Idee. Process saw the Andromeda Initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy. Ryder, let's get you checked out. Look here. After discovering an unusually high ratio of potential candidates for Golden Worlds, the Helios Cluster was selected as our destination. Now you are a part of the first wave of ARCs arriving in Andromeda. Our new home for humanity. Makes it sound so easy, doesn't it?
Die Wahl des Tons hilft, Riles Persönlichkeit zu definieren. Einfach macht keinen Spaß, wir sind dafür ausgebildet. Bleiben wir mal professionell, oder? Even if it isn't, we'll be ready. I hope so. You know something. Word came down. The Pathfinder wants you all mission ready within the hour. Look this way. Why the rush? He didn't say. But something's up. Okay, everything checks out. Just one more thing before I send you on your way. Let's test your SAM implant. Sam, are you monitoring? Sam, are you online? Yes, Dr. Tapero. Good morning, Ryder. Are you feeling well? I just need a second to get my bearings. What's this about my implant? A routine check. After being in stasis, we want to make sure the connection's still live. As the team's mission computer, your well-being is my primary concern. Assuming the implants work as advertised, Sam sees what you see, in theory. We won't know for sure until we get you in the field. How are you feeling, otherwise? Ich bin voller Tatendrang. I'm ready to get to it. Readings confirmed. I detect an increased level of adrenaline in your system. The neural implant is functioning properly. Caffeine always did make me jumpy. You're all done. Let's get you on your way. Though you may want to hang around while we revive your sister, it always helps to see a familiar face. I don't like the sound of that. Just hang on! Engineering, report. Try to brace. Brevity, cryobase offline. I'm all over the sides! Hold on! This is Korra. I'm at the cryobay. Brace for a reset. Everyone okay? I think so. What happened? We're not sure. Sensors are scrambled. But it's good to see you're up. Feels like centuries since we spoke. This is the Pathfinder. Mission teams continue preparations. Korra, Riders, report to the bridge. You heard him. Let's get... We have a problem over here. It's Sarah Rider. What's wrong? Prolog. I don't know. Have to check it out. Wir schauen natürlich nach unserer Schwester. Well? It looks like some sort of power surge hit the stasis pod. Are they okay? I'm running a diagnostic now. Give it a second for the process. Did the seal... Ryder? Is my sister okay? Sarah's fine. Her vitals are strong. But the revival procedure was interrupted. I don't like the sound of that. Don't worry. It just means the process could take a bit longer than usual. Sam? My connection to Sarah's implant was suspended. However, her pulse, respiration, and brain activity are all normal. To be on the safe side, we'll need to keep her in a low-level coma for a while, then let her body regain consciousness naturally. She'll be fine. Glad to hear it. Thanks, Lexi. Keep us updated. Ryder, I'll wait for you at the door. Sehr gut. Whenever you're ready to go. Ich bin so bereit. Bereit geht's nicht. Bereiter geht's nicht. Auf der Brücke melden. Like what? Good to see you, Ryder. Sorry, still waiting for some coffee. Ja. Ein Datenpad. Nachricht von Jen Garson. Hallo Reisender und willkommen zu Ihrem ersten Tag in Andromeda. Dies ist der Beginn einer neuen Ära für uns alle. Während Sie sich von der Stase erholen, seien Sie versichert, dass Sie sich in guten Händen befinden. In nur wenigen Stunden werden Sie die Hyperion verlassen und zu tausenden anderen Kolonisten stoßen. Sie werden Ihr Glück finden und sich das neue Leben aufbauen, von dem Sie mal geträumt haben. Sie mussten lange darauf warten, aber ich verspreche Ihnen, es hat sich gelohnt. Jen Garson, Gründerin der Andromeda-Initiative.
Ja, ist natürlich privat finanziert. Aber das mit euch beiden. Enjoy your nap, Ryder. Don't think I'll need sleep for the rest of my life. Maybe another decade or two wouldn't have hurt. Right. Talk to you later. Hey there. Hell of a wake-up call, huh? Didn't expect that first thing out of stasis. Makes two of us. Hang in there. Alles klar. Ansonsten noch irgendwas? What about food? Mit dir haben wir geredet. Still in stasis. Vitals look good. Will do. I'll start slow and go from there. And if necessary, add boosters to the line. Ah, Moment. Wir gucken uns natürlich alles an. Hi there. I'm Jeanne Garson, founder of the Andromeda Initiative. I'm here to welcome you to a whole new galaxy. The good news is, the hard part's over. We're here. If you have any questions now, just ask. Your current location is Ark Hyperion, housing the human population. Ark Bargero, the Solarian vessel, confirmed departure in 2185. The Asari ship, Ark Lucinia, confirmed departure that same year, as did the Turian Ark Natanis, embarking in 2185. Okay, Salarianer, Asari und Turianer sind also mit dabei. The selection process saw the Andromeda Initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy. After discovering an unusually high ratio of potential candidates, or Golden Worlds, the Helios Cluster was selected as our destination. Now you are a part of the first wave of ARCs arriving in Andromeda, our new home for humanity. Once the Pathfinder team's assessment is complete, Habitat 7 has been selected as the most likely candidate for colonization. The Pathfinder is responsible for exploring and assessing new worlds for outpost placement and settlement. Each ARC is led by a Pathfinder who represents their species. The active duty Pathfinder assigned to ARC Hyperion is Alec Ryder. Current duty roster shows you are assigned to the Pathfinder mission team, Specialist Ryder. Okay, also unser Vater, Alec Ryder, der auch sein Aussehen angepasst wird, je nachdem wie seine beiden Kinder aussehen, also unsere Schwester Sarah und wir. At present, Ark Hyperion has arrived in the Helios Cluster. Further mission updates are offline due to technical difficulties. As Recon Specialist, you are tasked with supporting the authentication of Golden World sites through exploration, mapping, and scientific analysis. Currently, you are to report for duty on the command bridge. The Andromeda Initiative encompasses all colonization efforts, including ARCs, Pathfinders, Outposts, and the Central Support Hub, the Nexus. The current location of the Nexus is unknown. Status of outposts are unknown. I'm Jeanne Garson, founder of the Initiative. I think it's important we take a moment to reflect on the principles that brought all of us together. It started with a vision of a better future. A vision that you shape. Life in Andromeda can be anything we dare to dream. And I'm proud to help make those dreams come true. Drop me a note sometime. I'd love to hear how we're doing. Okay. 2185, das war ungefähr... Also da ist Shepard schon tot. Und die Andromeda-Initiative hat wahrscheinlich gar nicht mehr mitbekommen, dass Shepard da wiederbelebt wurde. Also spielt es zwischen Mass Effect 1 und 2. Beziehungsweise fängt Mass Effect 2 gerade erst an. It sounds amazing, doesn't it? Right up until you lose gravity. Alles hier, alles gut. Another colonist here. Just take deep breaths. This one's still asleep. Weird. How do you mean? The water flow control is offline. Waiting for the update. Ja, alles gut. Ja gut, viel schief gegangen zu sein, scheint ja nicht, ne? Welcome to Andromeda. Oh, noch ein Datenpad. Nachricht von Captain Dunn.
Achtung, Besatzung der Hyperion. Die gute Nachricht ist, dass wir nach 600 Jahren Reise genau dort sind, wo wir sein sollen. Wir sind im Helios-Cluster der Galaxie Andromeda angekommen und schreiben das Jahr 2819. Das ist mit der Stase befasste medizinische Personal, soll sich unverzüglich zum Dienst melden. Das Pathfinder-Team hat beim Aufwecken Priorität. Bereiten Sie seine Mitglieder anschließend auf die Feldaufklärung vor. Berichte über ein ungewöhnliches Himmelsphänomen im Cluster werden derzeit überprüft. Mehr dazu in Kürze. Captain Dunn. Okay. Mit euch oder mit dir? Morning, Ryder. Or afternoon? Or I don't know. Ja, das ist eine gute Frage. Können wir speichern? Das Spiel kann während einer Prioritätsmission nicht manuell gespeichert werden. Bei Kontrollpunkten wird automatisch gespeichert. Okay. Logbuch. Prolog Hyperion. Treffen Sie sich auf der Brücke der Hyperion mit Ihrem Vater, dem Pathfinder. Auf der Brücke der Hyperion melden. Optional haben wir abgeschlossen, nach ihrer Schwester sehen, ja. Priorisierte Operation. Verbündete und Beziehungen. Dabei handelt es sich um Missionen, die für den Pathfinder und die Crew der Tempest von persönlicher Wichtigkeit sind. Zu dieser Kategorie gehören auch Loyalitätsmissionen. Helios-Aufgaben. Viele Gruppierungen und Einzelpersonen im Helios-Cluster haben um die Hilfe des Pathfinders gebeten. Okay. Ah, hier sind Missionen also in Kategorien unterteilt. Finde ich gut. Sehr gut sogar. Zusätzliche Aufgaben. Diese Ziele sind vielleicht nicht entscheidend für das Überleben der Initiative, aber jede Kleinigkeit hilft. Ist korrekt. Abgeschlossene Missionen. Abgeschlossene Missionen, Aufgaben und Aktivitäten. Gut. Okay. Okay. Ah, okay. Was ist das? Karte. Logbuch. Kodex. Die Andromeda-Initiative. Die Initiative entstand durch die Bemühungen tausender Mitglieder, die viele Jahre und unzählige Ressourcen investiert haben, um die Andromeda-Galaxie zu erreichen. Sie umfasst die Personen, Orte und Organisationen, die die Mission des Pathfinders ermöglicht haben. Wir schauen uns erstmal hier ein bisschen um in dem Menü, ne? Also jetzt mal nicht stressen. Bekannte Kontakte. Dossiers über Freunde, Verbündete und Kontakte von Pathfinder Rider im Helios-Cluster. Sarah Ryder. Sarah ist ihre ältere Zwillingsschwester und wurde 2163 auf der Citadel-Raumstation geboren. Sie wuchs unter einer Vielzahl von Alien-Spezies und Kulturen mit unterschiedlicher Vergangenheit auf. In ihren Orientierungsinterviews gibt sie an, dass das der Auslöser für ihre Faszination für die Wissenschaft war. Nach einer inoffiziellen Ausbildung mit Unterstützung durch Alec Ryders N7-Vergangenheit trat Sarah dem Allianzmilitär bei. Das nach erfolgreichen Entdeckungen auf dem Mars seine Suche nach proteanischer Technologie fortsetzte. Sarah wurde zunächst den Friedenstruppen zugeteilt, später jedoch als Unterstützung zu den Proteaner-Forschern versetzt. Sie beschreibt die Arbeit mit Wissenschaftlern wie Matteo Silva als überaus aufregend, da man ständig kurz vor der nächsten großen Entdeckung stünde. Als Alec Ryder wegen seiner KI-Forschung unehrenhaft entlassen wurde, war das, wie interne Memos belegen, auch das Ende von Sarahs Karriere. Aber Andromeda versprach genau die wissenschaftliche Grenzerfahrung, die sie ihr ganzes Leben lang gesucht hatte. Bei der Ankunft in Andromeda wurde Sarahs Kryokapsel beschädigt und ihre Stase-Aufhebung unterbrochen. Dr. Lexi Tepero riet dazu, sie im künstlichen Koma zu halten, damit sie auf natürliche Weise aufwachen konnte. Ja, KI-Forschung war ja verboten in Mass Effect, wegen den Geth, ja, weil man dachte, wenn man an KI forscht, kommt sofort automatisch, was mit den Geth passiert ist. Sam. Ich bin eine künstliche Intelligenz, offiziell bezeichnet als simulierte adaptive Matrix, SAM, die als koordinierendes Element zwischen Pathfinder Alec Ryder und dem Rest seines Teams dient. Meine Quantenrechenleistung ermöglicht es mir, vor Ort Scans fremder Welten durchzuführen, bei wissenschaftlichen Studien oder in taktischen Situationen behilflich zu sein und die Waffen sowie Ausrüstung des Teams zu überwachen. Rein physikalisch befinde ich mich auf der Arche Hyperion in einer gesicherten Serverbank, die allgemein als SAM-Kern bekannt ist. Obwohl ich primär über ein Neuralimplantat mit Alec Ryder verbunden bin, diene ich bei Pathfinder-Einsätzen allen Teammitgliedern als Missionscomputer. Ich erfasse und analysiere außerdem Daten aus unterschiedlichsten Quellen und kompiliere sie für spätere Untersuchungen. Ich wurde damit beauftragt, den Kodex des Pathfinder-Teams auf Grundlage verfügbarer Informationen und neuer Entdeckungen zu verfassen und zu aktualisieren. Danke, Sam. Die Initiative, was kannst du denn darüber sagen? Geschichte, Struktur und wichtige Personen der Andromeda-Initiative. Die Andromeda-Initiative war eine Idee der visionären Milliardärin Jean Garson, entstanden aus ihrem persönlichen Traum und dem Wunsch zu beweisen, dass die Fähigkeiten der Menschheit über die im Erstkontaktkrieg bewiesene militärische Kompetenz hinausgehen. Garson begann offiziell im Jahr 2172 mit der Planung der Initiative und verkündete ihr ehrgeiziges Ziel, innerhalb von 20 Jahren ein erstes Kolonisierungsunternehmen nach Andromeda zu schicken.
Interne Berichte zeigen, dass die Initiative in ihrer Frühphase mit erheblichen Widerstanden zu kämpfen hatte. Aber es gelang Jean Garson mit persönlichem Einsatz und Enthusiasmus, das Projekt bis in die frühen 2180er am Laufen zu halten, als eine plötzliche Finanzspritze und eine neue Marketingstrategie für neues Interesse an der Initiative sorgten. Der Bau der Archen wurde schon bald darauf abgeschlossen und 2185 erfolgte der offizielle Start der Andromeda-Initiative. Die Mission der Initiative lautet, eine Brücke zwischen Andromeda und der Milchstraße zu schlagen, eine lebensfähige, offene Zivilisation zu begründen und den wissenschaftlichen Fortschritt um Jahrhunderte nach vorne zu treiben. In offiziellen Artikeln schreibt Jean Garson, dass die Initiative die Suche nach dem nächsten Horizont der Menschheit fortsetzt. Ja gut, im Prinzip sind die, die jetzt hier mit der Arche ankommen, technologisch gesehen ja 600 Jahre im Rückstand. Ja? Weil in der Zeit ist die Zeit ja um 600 Jahre verstrichen. Ja? Und wir sind die Invasoren der Andromeda-Galaxie. Also sind ja wir eigentlich die Bösen, ne? Die Bösen in Anführungsstrichen. Begriffsglossar. Ein kurzer Überblick über Begriffe, die in der Literatur der Andromeda-Initiative verwendet werden. Munitionsblock. Ein massiver Metallblock, der eine Waffe geladen wird. Partikel von der Größe eines Sandkorns werden durch den Ausrichtungsmechanismus der Waffe abgetragen und dann als Projektile verschossen. Ein einziger Block liefert somit genügend Munition für mehrere Kämpfe. Citadel. Eine riesige uralte Raumstation in der Milchstraße, die als politisches und kulturelles Zentrum der Galaxie diente. Kombarke. Eine Kommunikationsbarke, die Daten durch Korridore aus Masse freiem Raum überträgt. Extranet. Ein öffentlich zugängliches Informationsnetzwerk in der Milchstraße, vergleichbar mit einem planetaren Internet in galaktischem Maßstab. Ein ähnliches Netzwerk wird im Rahmen des Kommunikationsaufbaus nach und nach auch in Andromeda entwickelt. Kampfanzug. Eine Erkundungskampfpanzerung, die gewöhnlich aus Titan- oder Keramikplatten besteht und mit kinetischen Barrieren ausgestattet ist, um den Träger vor feindlichen Beschuss und Umweltgefahren zu schützen. Kühlkörper. Auch bekannt als Thermomagazin. Diese abnehmbaren, mit einem Kühlmittel gefüllten Aggregate verhindern, dass Waffen überhitzen. Sie müssen während eines Kampfes regelmäßig ausgeworfen und ersetzt werden. Blitzschmieden. Ups. Bezeichnet die sofortige Herstellung eines meist kurzlebigen Objekts aus Rohmaterialien mithilfe eines Universalwerkzeugs oder anderen Fabrikationsgeräten. Universalklingen werden üblicherweise blitzgeschmiedet. ÜLG, Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit. Kinetische Barriere, auch bekannt als Schild, dient dazu, sich schnell bewegende Projektile, deshalb kinetisch, abzuhalten, bietet aber keinen Schutz gegen Nahkampfangriffe. Raumschiffe werden durch kinetische Barrieren mit hoher Gravitation vor Trümmern geschützt. Massenbeschleuniger. Eine Railgun, die die Masse eines Projektils verringert und es dann mit relativistischer Geschwindigkeit abfeuert. Ist die Beschleunigung hoch genug, können selbst winzige Projektile mit gewaltiger Wucht aufschlagen. Massenportale. Ein Netzwerk aus Massentransportvorrichtungen, das in der Milchstraße dazu genutzt wird, Raumschiffen augenblickliche Sprünge von mehreren hundert Lichtjahren zu ermöglichen. In Andromeda existiert kein derartiges Netzwerk. Medigel, eine sterile medizinische Salbe, die sich mit der Haut verbindet und Verletzungen augenblicklich verschließt, um Blutungen oder Infektionen zu verhindern. Es kann mit einem kleinen Ultraschallimpuls entfernt werden. Minifabrikation, bezeichnet die Herstellung kleiner 3D-Objekte, die häufig im Kampf oder für Notfallreparaturen verwendet werden. Universalgel, eine Mischung aus Legierungen, Keramik und anderen Materialien, die in einem halbflüssigen Zustand gehalten wird. Sie ermöglichen in Verbindung mit einem Universalwerkzeug die sofortige Erstellung kleiner 3D-Objekte. Ah. OSD. Optische Speicherdisk. Kann Daten oder die bei der Mikrofabrikation verwendeten Baupläne und Programmierungen enthalten. QVK. Quantenverknüpfungskommunikation. Verzögerungsfreie Kommunikation über zwei Partikel, die auf Quantenebene miteinander verbunden sind. Das hatte doch die Cerberus. Also das hatte doch Cerberus als erstes entwickelt, oder? Für die Normandy? Damit Shepard und der Elusive Man, der Unbekannte, miteinander reden können. Jean Garson, die Gründerin der Andromeda-Initiative, war eine der reichsten und exzentrischsten menschlichen Unternehmerinnen in der Milchstraße. Da sie ihr Vermögen durch Investitionen in etlichen technologischen Bereichen gemacht hatte, waren ihre geschäftlichen Interessen enorm weit gefächert. Sie war schon immer eine Einzelgängerin, deren Vision einer Reise in eine neue Galaxie schließlich zur Gründung der Andromeda-Initiative führte. Ungeachtet sämtlicher Skeptiker und Pessimisten investierte sie enorme Summen in den Aufbau oder Erwerb der für die Reise benötigten Technologie und Schiffe. Es war eine private Unternehmung, die ausschließlich von Garson finanziert wurde, um jegliche Einmischung oder Kontrolle durch die Regierung zu verhindern.
21:85 begab sich Garson an Bord der Nexus auf die lange Reise nach Andromeda. In einer Rede, die sie am Vorabend der Abreise hielt, hob sie das kollektive Wissen und die Geschichte hervor, die die Archen repräsentieren. All diese Dinge sind für uns wie die feinen Werkzeuge eines Künstlers, der vor einer großen leeren Leinwand steht. Wir nehmen sie mit uns nach Andromeda, um dort unser Meisterwerk zu erschaffen. Geplant ist, dass Garson nach der Ankunft in Andromeda die Gesamtleitung der Initiative übernimmt. Okay, sie ist mitgekommen, nicht schlecht. Normalerweise, macht ihr mal, ne? Ich finanziere, macht ihr mal. Aber hat den Mut bewiesen, selber mitzugehen. Andromeda-Initiative start. Intergalaktische Reisen waren bei Extranet-Diskussionen in der Milchstraße jahrhundertelang ein Thema. Immer wieder wurden Expeditionen unter der Führung von Asari oder Salarianern vorgeschlagen, aber mangels Interesse, zu wenig Geld oder technischen Hürden nie umgesetzt. Die Andromeda-Initiative setzte KIs wie mich ein und konnte damit einen Großteil der technischen Probleme lösen, aber die turianische Hierarchie und die Ans protestierten dagegen. Der privat finanzierte Bau einer Flotte von Schlachtschiff-großen Archen machte schwierige Verhandlungen mit dem Citadel-Rat erforderlich und die hochentwickelte Technologie, die für das Überleben in Andromeda unerlässlich war, wurde oft mit unorthodoxen Methoden beschafft. Nicht ganz legal also. Die offiziellen Unterlagen der Initiative zeigen, dass die Nexus im Jahr 2185 als erstes startete, begleitet von einer kleinen Jägerstaffel zum Schutz, gefolgt von 4 Archen, die die erste Startwelle bildeten. Weitere Schiffe waren in Entwicklung, darunter eines unter quarianischer Führung für mehrere Spezies, aber der Bau ging wegen der unterschiedlichen Anforderungen nur langsam voran. Der Start der zweiten Welle verzögerte sich, doch die Beobachter der Initiative bleiben optimistisch. Und durch die Reaper-Invasion wahrscheinlich auch auf unbekannte Zeit verzögert. Pathfinder. Details über die Mission und Personalakten aller Pathfinder der Initiative. Aufgabe des Pathfinders. Pathfinder sind die Speerspitze beim Erkunden neuer Welten. Dieser Vorgang ist üblicherweise zeitintensiv und erfordert mehrere Teams. Aber dank Alec Riders KI-Forschung hat die Initiative eine Alternative dazu gefunden. Ein Individuum mit der besten Ausbildung und Technologie, die es gibt, in Verbindung mit einem KI-Partner, der komplexe Untersuchungen in Sekunden und 100 Testsimulationen pro Minute durchführt. Mit KI-Unterstützung können Pathfinder innerhalb von Stunden ermitteln, ob ein Planet zur Besiedlung geeignet ist und der Nexus mitteilen, welcher Kolonistenblock dafür am besten geeignet wäre. Pathfinder sind dafür ausgebildet, die Lebensfähigkeit auf potenziellen Planeten zu verbessern, den Erstkontakt mit unbekannten Spezies herzustellen, geeignete Positionen für Außenposten zu finden und sich um alle externen Bedrohungen zu kümmern, bevor der erste Kolonist seinen Fuß auf die Oberfläche setzt. Die Anwesenheit eines Pathfinders gewährleistet, dass ein Planet sicher und mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit besiedelt werden kann. Sehr schön. Okay. Was ist denn hier noch? Achso. Eichenspezies. Mehrere hochentwickelte Zivilisationen haben die Reise von der Milchstraße nach Andromeda unternommen. Asari. Daten über die Biologie, Kultur und Geschichte der Spezies Asari. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich das vorlesen soll, weil das kennen wir ja, glaube ich, alles, ne? Archäologische Funde zeigen, dass die reichhaltigen Ressourcen auf Thessia und die natürliche Neigung der Asari zur Kooperation eine große Hilfe dabei waren, schon ungewöhnlich früh Städte zu bauen. Komm, ich lese das einfach mal vor. Wir haben ja Zeit. Die Schrift zu erfinden und Landwirtschaft zu betreiben. Der Ton der wissenschaftlichen Artikel darüber legt nahe, dass die Gelehrten der Asari darauf sehr stolz sind. Nach der Untersuchung einiger proteanischer Ruinen und der Entwicklung ihres Weltraumprogramms entdeckten Astronautinnen der Asari die Citadel, die modernste Station der Milchstraße, und seit der Auslöschung der Proteaner verlassen. Als später salarianische Entdecker die Station erreichten, schlugen die Asari ihnen eine gemeinsame Regierung vor, die als Citadel-Rat bekannt wurde. Die Asari haben seitdem immer eine entscheidende Rolle in der galaktischen Politik gespielt. Asari-Elite-Soldatinnen zeigten in den Rachni-Kriegen trotz hoher Verluste eine großartige Leistung und die kroganische Besetzung der Asari-Kolonie Lusia war der Auslöser der kroganischen Rebellion. In den letzten Jahren waren die Asari vornehmlich diplomatisch tätig, unter anderem bei den Verhandlungen zum Waffenstillstand zwischen Menschen und Turianern von 2157. Asari. Die Asari sind bekannt für ihre hohe Lebenserwartung, ihre biotischen Fähigkeiten und ihr diplomatisches Geschick. Sie gehörten zu den einflussreichsten Spezies in der Milchstraße. Entdeckerinnen der Asari stießen als erste auf die gewaltige Citadel-Station und die Asari waren es auch, die die Gründung des Citadel-Rats anregten. Asari sind monogeschlechtlich. Ihre einzigartige Physiologie ermöglicht ihnen die Fortpflanzung mit jeder Spezies durch eine Form von Parthenogenese, bei der genetische Merkmale auf ihre Töchter übertragen werden. Fast alle Asari sind biotisch und ihre Kontrolle über ihr Nervensystem ermöglicht eine Stärke ihrer Kräfte, die nur wenige andere Spezies je erreichen.
Eine Asari kann 1000 Jahre alt werden und durchläuft dabei Phasen, die Jungfrau und Jungfrau, Matrone und Matriarchin genannt werden. Asari-Matriarchinnen sind alt und respektiert und verfügen häufig über beträchtliche kulturelle und wirtschaftliche Macht. Im Helios-Cluster gibt es derartige Strukturen jedoch nicht. Asari, Kultur und Gesellschaft. Die Asari stammen von Thessia, dessen enorme Vorkommen von Element Zero die Basis der größten Wirtschaftsmacht der Milchstraße bilden. Die Asari leben in kleinen Stadtstaaten und ihre natürliche Neigung zur Zusammenarbeit hat das lose Konglomerat hervorgebracht, das als Asari-Republiken bekannt ist. Die Regierung operiert als E-Demokratie, das heißt, politische Diskussionen werden über das Extranet geführt und alle können daran teilnehmen. Entscheidungen werden durch Konsens oder durch die Beratung politisch versierter Matriarchinnen getroffen. Das Militär der Asari ist vergleichsweise klein und informell, aber darum nicht weniger tödlich. Kleine Einheiten von freiwilligen Asari-Elite-Soldatinnen, auch bekannt als Jägerinnen, sind für die Erhaltung des Friedens im Asari-Gebiet zuständig und gehörten zu den ersten Spectres des Rats. Ihre Lebenserwartung von etwa 1000 Jahren ermöglicht den meisten Asari eine Beobachtung der Welt über einen langen Zeitraum. Darum sind Investitionen sowie Sozial- und Umweltschutzprogramme meist langfristig ausgerichtet. Dieser Ansatz war es auch, wegen dem viele Asari sich der Andromeda-Initiative anschlossen, zumal die jahrhundertelange Reise sie nicht abschreckte. Asari-Biologie. Obwohl viele sie für weiblich halten, sind die Asari eine monogeschlechtliche Spezies. Bei der Fortpflanzung geben sie über Pathogenese zwei Gensätze an ihre Töchter weiter, wobei der zweite durch Kontakt mit einem Partner modifiziert wird. Bei der Asari-Verschmelzung stellt eine Asari ihr Nervensystem auf ihren Partner ein, sodass über die Haut elektrische Impulse in beide Richtungen übertragen werden, bis die beiden kurzzeitig ein einziges Nervensystem teilen. Diese exakte Kontrolle über ihre Nervensysteme ist auch der Grund für das biotische Talent der Asari. Nur wenige Spezies können so viel Kontrolle durch Übung erlangen, wie sie die Asari von Natur aus haben. Seit dem Beitritt zur Citadel bevorzugen es die Asari, sich außerhalb ihrer Spezies zu paaren und behaupten, dadurch würden Entwicklung und Verständnis gefördert. Außerdem reduziert es das Vorkommen von Adat Yakshi, reinblütigen Asari, die an einem gefährlichen Gendefekt leiden. Sollten die Asari mit den Lebensformen in Andromeda kompatibel sein, wäre das ein Beweis für diverse Theorien über die Grundbausteine des Lebens. Ha. Menschen. Daten über die Biologie, Kultur und Geschichte der Spezies Mensch. Gucken wir mal. Menschen, Allianz. Die Allianz ist eine übernationale Regierung, die die menschliche Erkundung und Ansiedlung in der Milchstraße leitet. Sie ist verantwortlich für die Verwaltung und Schutz extrasolarer Kolonien und Stationen und repräsentiert offiziell die Menschheit im Citadel-Rat. Die Allianz entstand aus einer Notwendigkeit heraus, da keine Nation allein in der Lage war, die rasche Expansion der Menschen von Sol aus zu finanzieren und durchzuführen. Die Entdeckung proteanischer Ruinen auf dem Mars hatte bewiesen, dass der Kontakt mit Aliens unvermeidbar war. Das führte zur internationalen Unterstützung der Allianz, die sich nach der Befreiung von Shang-Chi durch Allianztruppen im Erstkontaktkrieg festigte. Gegen die Torianer. Archivierte Extranet-Artikel und Jean Garsons Personalmitteilung zeigen, dass es zwischen der Allianz und der Andromeda-Initiative Spannungen gab. Der Bau von Schiffen in Schlachtschiffgröße und ständige Gerüchte über die Entwicklung von KIs, beides eine Gefahr für den Ruf der Menschheit auf der Citadel, führten zu der Forderung der Allianz, die Labore und Werften der Initiative zu überwachen. Die Verhandlungen darüber dauerten bis zum Abreisetag der Initiative an. Uiuiui. Planeten und Orte. Im Helios-Cluster gibt es zahlreiche Bewohnerwelten und andere interessante Orte, die der Pathfinder erkunden kann. Die Andromeda-Galaxie. Die 2,5 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernte Andromeda-Galaxie ist die größte Galaxie in der lokalen Gruppe. Andromeda, auch als M31 verzeichnet, ist eine Spiralgalaxie mit einem Durchmesser von etwa 220.000 Lichtjahren, die ungefähr 1 Billion Sterne umfasst. Zum Vergleich, die Milchstraße umfasst 300 Milliarden Sterne. Der Helios-Cluster ist ein großer Sternhaufen am äußeren Rand dieser Galaxie. Andromeda hat etwa 14 Satellitengalaxien, die um die galaktische Scheibe kreisen, wobei es Hinweise darauf gibt, dass eine von ihnen, M32, vor mehreren Millionen Jahren einen von Andromedas Spiralarm durchquert hatte. Andromeda selbst bewegt sich mit ungefähr 100 km/h auf die Milchstraße zu, was bedeutet, dass die beiden Galaxien in grob geschätzt 4 Milliarden Jahren kollidieren und sich zu einer neuen galaktischen Scheibe vereinen werden. Oder einer Ellipse. Technologie. Erkundungswerkzeuge. Geräte zur Vermessung, Untersuchung und Kartografierung einer neuen Galaxie.
Universalwerkzeuge. Universalwerkzeuge sind Handgeräte, die eine Kombination aus Mikrocomputer, Analysesensor und Fertigungswerkzeug darstellen. Die vielseitigen und verlässlichen Geräte können die Funktionalität der meisten Standardausrüstungen, darunter auch Waffen und Panzerungen, aus der Distanz analysieren und beeinflussen. Das holographische haptische Interface dient auch zur Kommunikation. Mit ausreichend Universalgel oder anderen Rohmaterialien, üblicherweise geborgen, leichte Legierungen, Kunststoffe oder Keramik, kann das Fabrikationsmodul eines Universalwerkzeugs dreidimensionale Objekte herstellen oder im Notfall Anzüge flicken. Das ermöglicht schnelle Reparaturen über oder Modifikationen im Feld. Die Universalwerkzeuge der Andromeda-Initiative sind verlässlich und recyceln effizient diverse Materialien. Das Design der Pathfinder-Geräte orientiert sich an den Modellen des Salarianischen Geheimdienstes mit verbesserten Mikrocomputer, um verzögerungsfreie Scans und KI-Unterstützung zu ermöglichen. Boah, ist da viel vorzulesen. Aber ich zieh durch. Besiedlung von Helios. Technologien, um von Grund auf eine neue Heimat aufzubauen. Kategorisierung von Andromeda. Die Kategorisierung der Andromeda-Galaxie, um besiedelbare Planeten zu finden, ist eine einzigartige Herausforderung. Die Beobachtung wird durch das Licht eingeschränkt und angesichts der Entfernung von Andromeda sind alle Informationen, die in der Milchstraße ankommen, 2,5 Millionen Jahre alt. Alt. Genug Zeit für einen Planeten, um sich komplett zu verändern. Die ersten Versuche, Siedlungspositionen zu identifizieren, erfolgten durch Beschaffung astronomischer Daten von den Asari mit anschließender Eingabe in Prognosemodelle. Aber Jean Garson war nicht gewillt, das Leben tausender Kolonisten ohne verlässliche Informationen zu riskieren. Schließlich erhielt die Initiative vielversprechende Daten von quarianischen Forschern, die behaupten, sie hätten am Rand des Perseus-Nebels eine Einrichtung der Geth gefunden. Sie bestand angeblich aus drei Massenportalen und benutzte Sensoren in dem kombinierten Portalkorridor als eine Art ULG-Teleskop, um den Orkusnebel jenseits der Grenze der Galaxie zu beobachten. Warum die Geth einen derartigen Aufwand betrieben, um den Orkusnebel zu studieren, ist nicht bekannt. Vielleicht um die Reaper darin zu finden? Der Orkusnebel ist ja als der Void, der Leerraum zwischen den Galaxien, bezeichnet. Und da hielten sich die Reaper ja auf. Unter den damit gemachten Beobachtungen waren auch einige fast aktuelle von Andromeda. Nachdem unsere Prognosemodelle sie mit einer akzeptablen Unschärfe bestätigt hatten, konnte die Initiative damit beginnen, goldene Welten zu identifizieren. Kryostase. Für viele Spezies war die Kryostase in den Anfangszeiten der Langstreckenerkundung des Weltalls unverzichtbar. Ohne moderne ULG-Systeme oder die Möglichkeit, die enormen Distanzen durch Hilfsmittel wie Massenportale zurückzulegen, wären die meisten Raumschiffbesatzungen ansonsten schon lange vor ihrer Ankunft an Altersschwäche gestorben. In Kryostase wird die Körpertemperatur einer Person schrittweise so weit gesenkt, dass sich zwar ihre Vitalfunktion verlangsamt, aber keine schädigenden Eiskristalle gebildet werden. Anschließend erzeugt die Kapsel ein Masseneffekt-Stasefeld, das sowohl ihren Insassen als auch das Kapselinnere umschließt. Anders als in Populärmedien dargestellt, ist sich die jeweilige Person der verstreichenden Zeit dabei nicht bewusst. Für die meisten Reisenden ist es, als würden sie sich in die Kapsel legen und nur wenige Augenblicke später wieder aufgeweckt werden. Während es bei früheren Expeditionen bedauerlicherweise regelmäßig zu Ausfällen der Stase kam, wurde diese Technologie im Laufe der Jahre deutlich weiterentwickelt. Selbst im Falle eines vollständigen Systemausfalls sorgen mehrere Kontroll-VIs und Notfallprotokolle dafür, dass der Passagier augenblicklich geweckt wird. Sehr gut. Tech und Biotik. Die Wissenschaft hinter Fähigkeiten, die die Naturgesetze zu überwinden scheinen. Technologie Element Zero oder kurz E-Zero. Das seltene Material, das als Element Zero oder E-Zero bekannt ist, erzeugt ein Feld, wenn elektrische Spannung angelegt wird. Dieses Feld vergrößert oder reduziert die Masse aller Objekte in seinem Wirkungsbereich. Dieser Masseneffekt ist die Basis der modernen Technologie von Waffen über industrielle Fertigung bis hin zu Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit. Element Zero entsteht, wenn feste Materie wie zum Beispiel ein Planet oder Energie einer Supernova ausgesetzt wird. Deshalb findet man es häufig in den Asteroidennebeln von Neutronensternen und Pulsaren. Aber der Bau in diesen Gebieten ist extrem riskant und erfordert enorme Investitionen. Wissenschaftler haben verschiedene Isotope von Element Zero identifiziert, die seltensten wurden allerdings nur unter Laborbedingungen beobachtet. Der Helios-Cluster schien reich an Element Zero zu sein, was ein Hauptgrund für den Entschluss der Andromeda-Initiative war, sich dort anzusiedeln. Ohne E-Zero würde die Technologie der Initiative schon bald unbrauchbar werden. Ja. Technologie ULG-Antrieb. Ein Raumschiff, das schneller als das Licht fliegt, benutzt einen Antriebskern mit Element Zero. Laut der speziellen Relativitätstheorie nimmt die Masse eines Objekts, das sich der Lichtgeschwindigkeit annähert, immer weiter zu, bis die Energie, die zu seiner Vorwärtsbewegung aufgewendet werden muss, unendlich wird. Aber eine negative elektrische Spannung in einem E-Zero-Antriebskern reduziert die Masse des Raumschiffes wieder, sodass es mit ULG fliegen kann. Die Antriebskraft dafür liefert
liefern die Triebwerke des Schiffs chemische Raketenfusionsantriebe oder militärische Antiprotonensysteme, die außer dem ÜLG-Antriebskern vorhanden sein müssen. Andernfalls kann das Schiff sich nicht bewegen. Standardantriebskerne laden sich im Betrieb statisch auf und müssen regelmäßig entladen werden, da die Entladung sonst über das Schiff selbst erfolgt, was katastrophale Auswirkungen haben kann. Die Antriebskerne der Initiative sind für lange Reisen ausgelegt und können die statische Aufladung recyceln bzw. reduzieren. Technologie Masseneffektfelder. Wird elektrische Spannung an Element Zero angelegt, vergrößert oder reduziert ist die Masse eines Raumzeitvolumens. Durch positive Spannung wird die Masse vergrößert, durch negative reduziert. Je größer die Spannung, desto stärker der Masseneffekt der dunklen Energie. In der Raumfahrt werden mit Niedrigmassenfeldern ÜLG-Reisen und kostengünstige Orbitaltransporte realisiert. Hohe Massenenergiefelder erzeugen künstliche Schwerkraft und räumen zum Beispiel Trümmerfelder frei. In der Materialfertigung ermöglichen Niedrigmassenfelder die Herstellung hochwertiger Legierungen und Hochmassenfelder extrem kompakte und maximal belastbare Baumaterialien. Die Technologie der Andromeda-Initiative basiert zu einem großen Teil auf Masseneffektfeldern, von Nachschubabwürfen mit reduzierter Masse für Außenposten bis zu den beeindruckenden Langstreckenantriebskörnern der Archen. Wenn man mal überlegt, dass die Reaper das alles zur Verfügung gestellt haben, entwickeln uns natürlich so, wie die das gerne hätten, was natürlich auch beleuchtet wurde. So, Schiffe und Fahrzeuge. Die Schiffe und Transporter, die eine Erkundung überhaupt erst möglich machen. Arche Hyperion. Die Arche Hyperion ist das Schiff, mit dem der Großteil der menschlichen Siedler nach Andromeda reist. Sie ist nach einer mit Kenntnissen über Himmelskörper assoziierten Figur aus der griechischen Mythologie benannt und stellt einen Durchbruch in der intergalaktischen Raumfahrt dar. Ihr Bau, für den erhebliche Mittel und Ressourcen erforderlich waren, wurde von Jen Garson und der Andromeda-Initiative vollständig privat finanziert. Die Hyperion ist so gebaut, dass sie den Belastungen einer annähernd 2,5 Milliarden Lichtjahre langen Reise standhalten kann. Ihre ODSY-Antriebskerntechnologie ermöglicht es ihr dabei, 600 Jahre lang gefahrlos mit Überlichtgeschwindigkeit zu fliegen. Sie hat außerdem genügend Stasekapseln an Bord, um etwa 20.000 Siedler und Besatzungsmitglieder aufzunehmen. Die Arche Hyperion verließ die Milchstraße 2185 als Teil der ersten Abflugwelle und steht unter dem Kommando von Captain Zomidon. Interessant. So, Inventar, was haben wir? Können wir nicht gehen. Fähigkeiten? Aha. Was ist denn das? Nicht verfügbar. Fähigkeiten. Kampf. Statistiken? Ah, cool. Allgemeine Werte. 500. Gesundheitsregeneration plus 10. Max Schildleistung 52. Schildregeneration plus 50. Okay. Lebenserhaltungsregeneration minus 13. Bit. Geschichte, Statistiken. Wir haben eine emotionale Entscheidung getroffen und eine professionelle. Okay. Erfolge? Noch gar keine. Oho, Kampf. Gucken wir mal. Ah ja, ich verstehe. Aber wir haben ja noch keine Punkte. Okay, wir können uns aussuchen, ob wir Kampf... Ne, wir müssen uns nicht aussuchen, wir können von allem nehmen. Aber ich denke mal, werde auf Biotik erst verzichten. Und nur Kampf und Tech gehen. Überlastung, Verbrennung, Kryostrahl. Aha. Taktische Tarnung. Das geht auch Hand in Hand mit meiner Rolle als Operative, als Agent. Ja, okay. Was haben wir hier? Nicht verfügbar. Okay, zurück. Wir machen weiter. Boah. Okay, das war hell. You ready? Na klar. What's wrong? We've got a surge in power readings. Shit! Hey, up here! Whatever hit the arc fried everything. We have to balance the power loader, it could explode. But we don't know where the fault is. Ryder can find it. He has a scanner. Quick, Ryder, use it to locate the vault. On it. I'll try to get readings on the second conduit. Geh für den Scanner. Hey, get on this one. I'll override the safeties. Got it.
Relay 2C shows damage from a temperature spike. Found it! Bad relay! Ryder, can you go reset it? Klar. There! It's reset! Do it! Rerouting the current now! It's working! Readings are in the green! Kein Problem! Could have been the end of everyone in the cryo bay. Good job, Ryder. Now we can get to the tram. Komme sofort, ich will nur mal gucken. Okay, sonst ist nichts. Wir müssen uns zur Bahn begeben. That was close. Barely in Andromeda and we're already scrambling. The adventure. Oops, sorry. Eigenes Tracking Logs. Automatische Logs. Bericht. Was? Berichtsdurchlauf 2819 Identifikator QPAZ. Ja, Ereignis. 2185 Aufbruchprozeduren bestätigt. Stase-Abriegelung aktiviert bestätigt. 2186 anormale Com-Sensor-Werte. Bericht gespeichert. Okay. 2347 Kurzabweichung registriert. Bericht gespeichert. Kurs korrigiert bestätigt. 2411 Eichen Passero Louisiana Natanos. Zustand in Ordnung. 2497 Sensorgitterfehler registriert, Bericht gespeichert. Sensorgitterfehler Reparatur fehlgeschlagen. 2819 Zielflugbahn bestätigt. Zielannäherung bestätigt. Staseaufhebung aktiviert bestätigt. Nexus Eichen Passero Louisiana Natanos nicht gefunden. Sensorfehler hast du nicht gesehen. 2819 Fehler. Da ist wohl was im letzten Jahr ganz schön was schief gegangen. 2169 anormale Com-Sensorwerte, okay. Vielleicht an den Reapern vorbeigeflogen oder was? Not sure your dad will see it that way. Go ahead and take us to the bridge. Hi. Helm control, report. We're drifting. Flight controls aren't responding. First priority is stopping these outages. Mainline power's been knocked out. We're on reserves, Captain. They won't last. What's our position? Unknown. We lost telemetry. Sam, we need eyes out there. Attempting to adjust sensor array. Alec, please. You may be Pathfinder, but this is my ship. Captain, the protocol's clear. In the absence of communication with the Nexus or the other Arcs, we proceed to our appointed Golden World. Solid ground. If it's even out there. Nobody said anything about running into an energy cloud. And that's just a wild guess what we hit. Alec, I need to assess the damage. Stop the bleeding. We've got 20,000 people asleep on this ship. Let's give them a chance to wake up. Can you blame her? Huh. She is the captain. I think she gets the final word. Well, he might. This isn't about having the final word. Yes, sir. We're coming through. My God. Is that our golden world? That's Habitat 7. New Earth, if we're lucky. All of our long-range scans told us it was in the green zone. Perfect for human settlement. It doesn't even look the same. Hmm. We don't know how bad it is yet. Still seems like it's our best shot. Maybe. There's just a lot on the line. Sam? The energy from the phenomenon is damping our senses. Planetary conditions are unknown. We're marooned. 20,000 souls adrift at sea. And when the power runs out and stays out, we need to know if that's safe harbor. And if it's not? As Pathfinder, it'll be my job to find an alternative. It's what we trained for.
But if this goes well, we are already home. All right, just make it quick. Harper, the rest of the team should be awake by now. Have them spin up two shuttles. Planet Fallen 30. Yes, sir. A stubborn one, isn't he? He cares in his own way. Enough to give him a chance. I suppose you're right. He is our pathfinder. If this doesn't work out, we'll need him more than ever. I need an ETA on our sensor repairs. We're blind out here.